So, als nächstes. Als nächstes spricht der Herr Sam. Und ja, viel Spaß. Danke. Hallo. Ja, das war jetzt überhaupt nicht geplant hier, dass ich irgendwas sage. Also ich stelle mich kurz vor, ich bin Sam. Ich komme jetzt gerade von Samstag, von der bundesweiten Mahnwache in Berlin. Da war ich mit meinem Freund und ja, die haben diese Mahnwache von morgens bis spät nachts haben wir die mitgemacht. Und ich hatte einen sehr positiven Eindruck davon, muss ich sagen. Es war alles sehr friedlich, also bis auf wenige kleine Ausnahmen. Vor allem abends war es dann aber eine Familienveranstaltung sozusagen. Und jetzt sind wir hier gerade auf Besuch in Wien und dachten, ja, Montag, dann müssen wir irgendwo eine Mahnwache finden. Und hier ist ja zum Glück eine. So, und dann sind wir hier hingekommen. Und am Anfang war es auch, fand ich, sehr, sehr positiv, die ganze Stimmung, das ganze Arrangement hier und auch die Organisation finde ich sehr gut. Nur dann finde ich es wirklich einfach schade und ich möchte wirklich jetzt mal ganz kurz klare Worte finden, weil als dann der sozusagen Gegenredner oder einfach nur Redner hier gesprochen hat und dann unterbrochen wurde, das fand ich sehr, sehr schlimm, also vor allem auf die Art, wie er unterbrochen wurde. Denn ich finde, jeder sollte seine Meinung äußern können. Und wenn irgendjemand dazu etwas zu sagen hat, dann kann er das sagen, aber am Ende. Er kann es auch zwischendrin sagen, aber dann bitte nur, dass er am Ende was sagen möchte und dass man dann in einen Dialog kommt. Denn einzelne Monologe, hier einen am Mikrofon und da eine in der Menge, die sich hin und her anschreien, ich sag das jetzt mal ganz ehrlich, wenn das von irgendjemandem gefilmt wurde und das hochgeladen wird, ja, das ist gefundenes Fressen für jeden, der irgendwas gegen die Mahnwachen hat. Weil, wenn wir uns hier gegenseitig zerfetzen, ja, was sollen wir denn dann noch bewirken? Das ist einfach Quatsch. So, und ich möchte einfach jedem bitten, dass er das nicht hochlädt, weil das repräsentiert nicht die Mahnwachenbewegung, sondern das repräsentiert, Entschuldigung, ich muss jetzt ehrlich sagen, einfach unbedachtes Verhalten, was wirklich großen Schaden anrichten kann. Und wir hatten ein großes, friedliches Miteinander mit 5.000 bis 6.000 Menschen zu Hochzeiten in Berlin. Und da waren dann palästinensische Flaggen, weil eine Palästina-Demonstration zu uns gestoßen ist. Eine Pro-Palästina-Demonstration. Und es wurde in alle 2 Minuten wurde gesagt, dass bitte diese Flaggen runtergenommen werden, weil wir versuchen, keine Flagge zu zeigen. Wir wollen Frieden für die ganze Welt und nicht für einzelne Nationen. So, und wenn dann jemand kommt und eine Rede hält, dann ist es nicht angebracht, ihn zu unterbrechen, weil jemand anders seine Meinung richtig findet oder seine Meinung wichtiger findet. Und ich hoffe für diese Mahnwache, ich werde in Innsbruck auf meiner Mahnwache oder meine baldige Mahnwache, werde ich dafür auch einstehen. Und ich hoffe, dass das die Wiener Mahnwache auch hinbekommt, dass hier ein friedliches Miteinander, ohne sich gegenseitig aufzuhetzen. Das fing schon vorher an, als dann eine sehr emotionale, was auch okay ist, eine emotionale Rede gehalten wurde, wo sich dann aber einige Leute vielleicht mitreißen haben lassen, dass sie dann am Ende gegen eine Meinung, für die sie nicht stehen, einfach so eine Hetze machen. Und das finde ich einfach wirklich schade und ich finde, das hat hier nichts zu suchen, denn wir stehen für eine wichtige Sache und das kann nur klappen, wenn wir alle zusammen und vor allem miteinander reden, kommunizieren und füreinander einstehen, weil so wie das eben war, kann das nicht klappen. Dankeschön.